Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu einer weiteren Runde Gothic 3 in der Balance Ultimate Edition Mod. Und ja, wir sind hier unterwegs in Monterra angekommen. Und ja, ich werde jetzt hier einige Quests erledigen für die Orksöldner. Und ja, deren Loyalität überprüfen, etc., etc. Ja, und einfach mal schauen, was wir hier so lernen können. Wir sind ja auch, glaube ich, eine Stufe aufgestiegen. 10 Lernpunkte habe ich. Es kommt noch schlimmer. Ich wäre eigentlich gut beraten, die in altes Wissen zu investieren. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten, Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Klar. Warum nicht? Ausgetauscht? Was meinst du? Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut. Aber mach nicht zu lange. Am besten, du hältst dich da raus. Naja. Darf ich da echt nur einen austauschen? Das waren mehrere. Ich weiß, dass einer von denen mir einen Feuerkelch gibt, wenn ich den nehme. Deshalb sollte ich das machen. Ich brauche die alle. Bengard haben wir hier. Osko war es, glaube ich, ne? Wann kommt denn endlich die Ablösung? Ich drehe hier noch durch. Was gibst du mir, wenn ich dich hier raushole? Aber ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Erzähl mir was über deinen Aufseher Bradley. Bradley macht seine eigenen schmierigen Geschäfte hier im Lager. Jeder Sklave hier will nach draußen auf die Höfe. Keiner will hier drinnen arbeiten. Bradley hat so eine Liste. Wer auf Bradleys Liste ganz oben steht, kommt auf einen der Höfe für eine Weile. Dieses verdammte Schwein lässt sich von uns dafür bezahlen, um in seiner Liste nach oben zu wandern. Verstehe. War er das? Meine Fresse, ich schufte mir hier den Arsch ab. Hoffentlich kommt bald mal die Ablösung. Was ist dir eine kleine Pause wert? Oh Mann, ich gebe dir alles, was ich habe, wenn du mich hier rausholst. Na gut, was hast du denn? Ich habe dieses Artefakt hier gefunden, einen seltsamen Kelch. Den würde ich dir überlassen. Du hast einen Kelch gefunden, sagst du? Einen Feuerkelch? Was weiß ich denn? Ich kenne mich doch nicht mit den Dingern aus, Mann. Geh zum Viehhof. Danke, Mann. Ich bin schon unterwegs. Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja, hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Tatsächlich. Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier. Ich hab zu tun. Der Pornobalken. Bart. Na gut. So, da haben wir die zwei jetzt geholt. Jetzt gehen wir zum Viehhof und holen dafür zwei andere wieder rein. Tja. Ich mag gerade diese regnerische, neblige Atmosphäre. Die ist einfach super gerade. Ich hab damit kein Problem. Ach, guckt euch das mal an. Wie geil die Häuser aussehen. Das muss doch definitiv durch die Lively Towns Mod kommen, oder? Ich meine, man kommt da zwar nicht hoch, aber egal. Doch, das muss doch hier durch die Lively Towns Mod entstammen, oder? Diese krassen Fachwerkhäuser hier. Mega cool. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. Stöhnt hier so eine Frau gerade im Hintergrund? Achso, weil Wölfe angreifen. Aber bei Wölfen gucke ich nicht nur hilflos zu.
Mann, ey. Dem hast du's gezeigt. Das ist ein Mistvieh. Oh, sorry. Wäre schon geil, wenn ich die XP bekommen könnte. Das war's für dich, Mistvieh. Na, immerhin 50. Damit kann ich leben. Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? So sieht's aus. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Toll! Die Wölfe sind jetzt weg und dafür trauen sich die Banditen weiter raus. Oh nee, der hat mir das echt übel genommen, dass ich den da getroffen habe, auszusehen. Jetzt muss ich den erstmal weglocken, damit ich den in Ruhe besiegen kann. Bleib stehen! Oh shit. Das war jetzt ein bisschen ungewollt. Okay. Ich hätte den da auch gerne runter. Wo geht's denn da eigentlich lang? Da geht's Richtung Silden. Oha, krass. Diese Schlucht bin ich noch nie lang gegangen. Das muss ich mal machen. Dann, wenn ich hier weitestgehend mit Monterra durch bin. Das ist ja cool. Achso, ich habe übrigens noch diese andere Quest. Die Sache. Hier, Milchkühe. Genau. Dafür hat mich Hamla aber nach Monterra geschickt, oder? Hamla hat mit dem Bauern Ben vereinbart, dass der Kühe verkauft. Sein Bauhof ist der auf dem Weg von Monterra nach Treles. Von Monterra nach Treles. Hier. Ah, ja, okay, ich erinnere mich an den Hof. Okay, verstehe. Och, Junge, jetzt ist aber mal gut. Habe ich noch irgendwo einen Vergessenszauber oder so? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Das gibt doch nur wieder Ärger. Als wenn das so einfach wäre. Ja, komisch. Der braucht jetzt mal seine Abreibung und dann. Dann ist gut. Auf der Mauer ist jetzt gerade jemand, der mich jetzt hier beobachtet. Okay. Ich mach dich fertig. Ich hoffe, das galt jetzt nicht mir. Also der wollte es ja nicht anders. Komm, deine Waffe nehme ich hier mal weg. Du Raudi. Du Ganove, du Schurke. Du tu nicht gut. Sonst kann ich hier wenigstens wieder in Ruhe operieren. Das war nicht dieser Viehhof hier, von dem ich die Milchkühe bekomme. Boah, der Widder sieht ja cool aus. Ach, Ben, ach Leon. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es. Ich bleibe auf dem Hof hier. Geh jetzt besser. Muss ich dafür mit Dennis sprechen nochmal? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ach nee, ich muss vorher... Ja, so war das. Bevor ich jetzt hier zwei Leute hole, muss ich jetzt erst nochmal mit dem... hier ist er doch gleich, Bradley, sprechen. Der schickt mich dann erst zum Hof und da kann ich mir dann erst die Leute auch so... So, jetzt muss ich aber erstmal kurz meinen Handel hier abschließen. Ich habe mich ablenken lassen von der Frau, die da draußen rumgestöhnt hat. Ah, guck mal, Eibe, ein starkes und doch formbares Holz. Ist das, kann man damit irgendwas anstellen im Spiel, frage ich mich. Brennholz, auch interessant. Pfeile, glaube ich, okay.
Schwere Keule, helle Barde. Wasser und Wein können wir halt auch gebrauchen zum Kochen. Das ist also gar nicht so schlecht. Was verkaufe ich ihm dann? Boah, 1140? Kriege ich für die Armbrust? Junge, nicht schlecht. Davon will ich nichts wissen. Am besten, du erledigst das selbst. 480. Let's go. Was kann ich ihm noch verkaufen? Na, so sehr viel ist es gar nicht. Und beim Schmieden muss ich dann auch nochmal rechtzeitig nachhaken. Ich habe mich um die Sklaven gekümmert. Das sehe ich. Ich hätte es anders gemacht, aber von mir aus... Jetzt brauchen wir schnell neue Arbeitskräfte hier im Lager. Geh und sag Dennis vom Viehhof vor der Stadt, dass er mir neue Leute schicken soll. Herrlich. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, Dennis. Mit deinem kleinen Porsche. Bradley braucht neue Sklaven. Alles klar, nimm dir mit, was da ist. Sag Bradley, er soll die Sklaven nicht so schinden. Ich kann seine Leute kaum noch gebrauchen hier auf dem Hof. Was kann denn schon groß passieren? Das hätte er doch besser wissen. Also Leon kriegt mal dafür. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht! Die Schinderei bei den Ausgrabungen halte ich nicht mehr aus. Du gehst jetzt zu den Ausgrabungen, sonst mache ich dir Beine. Schon gut, bin ja schon weg. Und wer war da noch? Ich hoffe, dass er lebt. Wir waren gerade am Reden. Dich habe ich hierher geholt. Kelvin. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Schluss jetzt, ab mit dir zum Tempel. Ja, ja, bevor ich mich schlagen lasse. So, sehr gut. Muss ich mit ihm jetzt noch mal kurz reden darüber? Hast du nichts zu tun? Okay. Ich mag auch diese Verteidigungsanlagen hier mit diesen Holzüberdachungen und so. Das hat Gothic 3 schon immer gut gemacht, fand ich. So Verteidigungsstrukturen darzustellen, das ist schon ziemlich nice. So, Bradley. Hey, wo bleiben meine Sklaven? Nur unfähige Leute hier. Alles muss man hier selber machen. Hey, die sind doch auf dem Weg, du Idiot. Kann dir doch egal sein. Der Sklave Leon arbeitet wieder im Tempel. Gut. Ich glaub, der Sklave Kelvin arbeitet wieder im Tempel. Gute Arbeit. Hier hast du ein paar Münzen. Du solltest meinen Rat annehmen. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Nice. Jetzt bin ich schon bei 33% Ruf in Monterra und es hat gut Geld gebracht, also die Quest lohnt. So, ihr seht da auf dem Tisch, da liegt so ein Pergament mit so einem Siegel. An das müssen wir rankommen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie machen wir das? Schleichen kann ich ja schon, oder? Dachte ich jedenfalls so. Ja. Das hat uns gerade noch gefehlt. Der Held kann schleichen. Ich denke darüber nach. Die Frage war nur, wie war das jetzt? Irgendwann ist so. Aber solange der drin rumhockt, komme ich nicht an die Liste ran. Könnte ich ihn schlafen legen? Ja, könnte ich. Sich niemals ändern. Komm, das probieren wir mal. Ist das dein Ernst? Hör auf mit der Magie! Tja. Ich zieh ihm gleich mal die ganzen Waffen ab. Und sein Schild. Den kann ich gut zu Geld machen. So. Die Sklavenliste brauchen wir für Marek.
Aber erstmal gehen wir hier rein, denn hier haben wir Basir. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Manch einer könnte jetzt sagen, hey, du machst mal einen Adanos ran. Warum hilfst du jetzt hier dem Assassinen? Die Sache ist, Geld stinkt nicht. Und das Geld kann ich jetzt gut gebrauchen, was er mir gerade gegeben hat. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Amulett der Ausdauer, nicht schlecht. Waffenschutzring klingt auch nicht schlecht. Ich glaube, den kaufe ich sogar. Der ist ziemlich gut. Ah, diese Tafeln mit dem alten Wissen sollte ich mir eigentlich auch kaufen, aber die sind sauteuer. Boah, ey. Oh, mit diesem Rezept kann man Öl aus Zauberwurzeln herstellen. Ja, let's go, da kaufe ich mir auch mal eins davon. Kostet nur 20 Gold. Am Alchemietisch, Und ich sag mal so, die Rezepte muss ich mir eigentlich auch alle kaufen. Das ist alles so wichtig, ey. Aber, boah, teuer. Wobei, okay, nee, ich muss hier mal ein bisschen... Ich glaube, das Rezept lass ich mal liegen. Und das mal auch. Das Rezept ist schon 1000 echt teuer. Komm, ich verkaufe jetzt auch mal die vergiftete Klinge hier. Das Schwert behalte ich. Ich behalte es mal. 33 Kopfnüsse habe ich hier noch, okay. Kann nützlich sein. Oh ja, der Schild kann weg. Guck mal, da mache ich sogar ein kleines Plus jetzt noch. Das ist super. Gibt es hier eigentlich irgendwo einen Kochtopf? Da muss ich nicht ständig nach Kabdun gehen. Du siehst durstig aus, Fremder. Gut, dass du dieses Mal den Sklavenaustausch gemacht hast. Brate hätte die Sklaven zu Tode schuften lassen. Der Kerl denkt nur an Gewinne. Was gibt's Neues? Seit die Orks hier sind, ist Mondera ziemlich tot. Kein Vergleich zu früher, als Händler und Reisende von überall her auf unseren Markt kamen. Aber dennoch ist Mondera das Zentrum Mortanas und bei mir bekommst du alle Neuigkeiten, die du brauchst. Gib mir was zu trinken. Ach, kein Problem. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Ich kann dir ein besonderes dunkles Bier verkaufen. Bezahlen Sie 100 Münzen und Sie können aus dem Fass gießen, das an der Wand hängt. Was soll's sein? Ich glaube, jetzt weiß ich, was mit Lively Towns Mod gemeint war. Interessant, ein Fässchen Bier. Naja, gut. Machen wir aber nicht. Stör mich nicht.
Störe mich nicht. So, na schön. Du solltest meinen Rat annehmen. Wegen der Söldner. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Hier ist Bradleys Sklavenliste. Wer ständig alles runterzählt, darf sich nicht wundern. Sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten, du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Als wenn das so einfach wäre. Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Ich hoffe, dass er... Wegen der Söldner. Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Nice. Okay. Ist das dein Ernst? Also ich muss sagen, die Häuser gefallen mir richtig gut. So diese Fachwerk-Style Hochbauten, das ist echt viel cooler als diese Holzputzen, die hier diese früher waren, sag ich jetzt mal. Also das sieht richtig, richtig gut aus und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also auf jeden Fall tipptopp. Das bringt was Städtisches rein, so ein städtisches Feeling. Das ist super. Ich glaube, hier drin war doch ein Teleporter, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ah, er liegt daneben auf dem Tisch. Da, zack, danke. Das ist ja mal wieder typisch. Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Wenn alles läuft, interessiert es keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Das ist ja mal wieder typisch. Was hörst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marek nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ach was? Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Ja, das sage ich jetzt mal. Warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Du musst uns schon ein wenig unter die Arme greifen. Wer sagt denn, dass ich das will? Ach, du wirst schon das Richtige tun. Da bin ich mir sicher. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn noch? Vielleicht irgendwelche Rezepte oder so, die ich noch gebrauchen kann. Ah, es scheint nicht so, auch kein Fisch oder so. Jetzt bin ich wirklich mittlerweile ein bisschen verzweifelt, weil ich bei noch keinem Händler irgendwie Fisch gesehen habe. Hier übrigens, dieses Goldsymbol zeigt jetzt, dass ich bei ihm das teurer verkaufen kann als bei anderen Händlern. Deshalb mache ich das jetzt mal. Ich mach dich fertig! Ah, da ist ein Räuber gekommen. Jetzt wirst du bluten. Junge, der Ork, ey. Ah, da ist noch mehr. Ein Raubüberfall. Jeder hat Probleme, ich auch. Oh Mann. Guter Maurer ist ein guter Maurer. Jetzt hat er mir echt den Kill geklaut. Ich flipp aus. Wie die Sklaven sich sogar gegen die wehren. Aber ich mag dieses Dynamische, dass es immer wieder mal Überfälle gibt und so Zeug, das finde ich super. Gar nicht mal so schlecht. Bringt zusätzliche Erfahrungspunkte, ist einfach klasse. Mag das und belebt die Welt, also das ist wirklich cool.
So, wenn ich jetzt einmal hier bin, dann hole ich gleich mal die Milchfässer. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Schmied erstmal reden, aber... Ja, gut, dann verschieben wir das auf nächste Folge. Weil ich will gucken, was der Schmied so an Rüstungsrezepten und so verkauft. Und vielleicht investiere ich jetzt die Lernpunkte sogar in Schmiedekunst, wer weiß. Weiß ich jetzt noch nicht. Es gibt noch so viele, was ich lernen will. Das habe ich früher, als ich jung war, auch gesagt. Im echten Leben. Ach, da war ich noch so motiviert. Und heute? Naja, so ein verlassener Hof hier. Da ist ein fette Ribber. Ribber mit Doppel-B. Dem jagen wir jetzt mal erstmal einen Bolzen in den Kopf. Für den Kopf. Weiß nicht, ob das jetzt ein Treffer in den Kopf war, aber egal. Oh, diese Klinge ist einfach so geil. Oh, eine Fleischschwanze, nice. Mit der Klinge kann man die sich schön auf Abstand halten. Sehr, sehr nice. Fleischschwanzen sind super. Die brauche ich für meine Kochrezepte. Das ist die Milch zum Beispiel, müsste ich mal kaufen, dann kann ich mir Fleischschwanzen-Ragout machen und so Zeug. Hm. Oh, da muss ich kurz abhusten. Oh, ich bin ja nicht ganz fit. Aber zumindest so weit, dass ich wieder einigermaßen atmen kann und sprechen kann. So. Ein Häschen. Süß, jetzt ist es tot. So, Banditen braucht niemand. Boah, ich muss schon wieder husten, shit. Boah, okay, also während des Kampfes habe ich jetzt gehustet. Ich mag einfach die Rüstungen aus Risen. Bin ich gut oder weg mit der Waffe? Bin ich gut oder bin ich gut? Ich bin verdammt gut. Okay, cool. Ja, dann herzlich willkommen auf dem Kornhof. 15 Säcke brauche ich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ja, ist 15 Stück. Muss ich dann gleich mal hier mit dem Anführer reden. Ich glaube, der hier ist das doch, oder? Wir reden gerade. Komm später wieder. Okay, nee, doch nicht. Das gibt doch nur wieder nee, er ist das in der goldenen Rüstung. Ja, genau. Elber. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit. Der letzte Scheiß. Langsam. Ich bin keiner von deinen Leuten. Was willst du denn hier? Ich bin beschäftigt. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Erzähl mir was über Marek. Er ist Ork-Söldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Und es kommt noch schlimmer. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du dem Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch.
Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ha! Nur zu. Das will ich sehen. Ja, das machen wir, aber dafür bin ich jetzt noch nicht stark genug, um mich mit so einer großen Truppe alleine zu messen. Von daher, ich schieb das noch ein bisschen vor mir her, das hat jetzt keine Eile. Das müssen wir jetzt nicht zwingend machen. Ist das Gute dabei? Wo sind denn jetzt hier noch mehr... Hui, Weizensäcke. Oh. Dieses Schwert ist wirklich strong. Ach, guckt euch das mal an. Diese Palisade, die kennt man eigentlich nur aus Götterdämmerung. Die war eigentlich im normalen Gothic 3 nicht da. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Oh, ja moin. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal ran. So. Gut. Dann. Können wir jetzt da eigentlich... Ah ne, warte mal, ich habe noch nicht die Weizensäcke. Ich habe noch nicht genug. Aber irgendwo... Ach nein, ich erinnere mich. Oh Gott, ich muss die Korndiebe angreifen, weil die haben den Rest der Weizensäcke. Die haben, glaube ich, 5 oder so. Hier finde ich jetzt, glaube ich, nur 10 und die hatten 5 oder 6 oder irgendwie so um die Drehe. War das doch... Ach Mist. Das heißt, ich muss da jetzt wirklich hingehen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt gehabt. Toll. Da muss ich überlegen, ey. Ich weiß, Mann, ich weiß. Das gibt doch nur wieder Ärger. Das wird natürlich jetzt, schwierig. Hier ist noch ein Weizensack. Ja, die haben 5 tatsächlich gehabt. Boah. Das wird natürlich eine harte Nummer. Die Korndiebe aufzumischen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Aber na gut, das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge angehen. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.